Auftritt Preußens auf der europäischen Bühne beginnt am Baltischen Meer. Hier haben die Brandenburger Hohenzollern das Herzogtum Preußen als Lehen geerbt. Im Dreißigjährigen Krieg flüchtet der Kurfürst von Brandenburg mit seiner Familie in seine preußische Residenz Königsberg. Hier bricht im Jahr 1640 mit dem jungen Kurfürsten Friedrich Wilhelm für Preußen eine neue Zeit an. Dieses Bild des Brandenburgers entsteht im Königsberger Schloss. Friedrich Wilhelm, gerade mal 20 Jahre, sieht sich als Werkzeug göttlichen Waltens. Nützliches Tun bedeutet Gott zu ehren. Plus outre, über das Mögliche hinaus, heißt einer seiner Wahlsprüche. Das brandenburgische Erbe, die Kurmark, das Herzogtum Preußen, Kleve und die anderen kleinen, weit verstreuten Besitzungen sind 1640 kaum einen roten Heller wert. Es ist zwar das größte Land nach dem der Habsburger, aber auch das elendste. Für Vater Tod und Base Hunger, Oheim Feuer und Muhme Pestilenz haben alles verwüstet. Städte und Dörfer sind verödet und ausgeplündert. Die Armee ein armseliger Haufen und noch immer tobt der 30-jährige Krieg. Kein deutscher Fürst hat so viele Probleme wie Kurfürst Friedrich Wilhelm. Leere Kassen, falsche militärische Bündnisse, hartnäckige Feinde an den Grenzen, widerspenstige Adlige und Städte im Innern. Die Karre stecke so tief im Kot, sagt ein Zeitgenosse, dass es nur mit Hilfe Gottes möglich sei, sie herauszuziehen. Mit Gottes Hilfe. Genau darauf vertraut der strenggläubige Calvinist, der sehr stark durch Holland geprägt ist. Dieses Bild zeigt ihn im Kreis seiner Verwandtschaft. Seine Gemahlin Luise Henriette stammt aus dem reichen Haus Oranien. Links die Brandenburger Kurfürsten, rechts die holländischen Vorväter mit den Schätzen aus ihren Kolonien. Friedrich Wilhelm studiert an der Universität Leiden in Holland. Er spricht 5 Sprachen, beschäftigt sich mit Geschichte und Ökonomie und lernt bei seinem holländischen Onkel das Kriegshandwerk. Der Brandenburger bewundert den erfolgreichen modernen Staat an der Nordsee mit seiner mächtigen Flotte und den üppigen Gewinnen aus dem Seehandel. Hier entsteht sein Traum von der Seemacht Brandenburg. Doch zunächst ist im Königsberger Schloss an stolze Schiffe und weite Ozeane nicht zu denken. Mit beeindruckender Zielstrebigkeit macht sich der Kurfürst an die Arbeit, Brandenburg, Preußen und die anderen Provinzen wieder aufzurichten. Am Anfang steht eine Militärreform. Ein stehendes Heer nach holländischem Vorbild, nur so kann man sich Respekt verschaffen in Europa. Keine Söldnerhaufen, sondern eine Landesarmee, deren Soldaten das ganze Jahr bezahlt werden, auch wenn kein Krieg ist. Das kostet viel Geld. Die Finanzierung muss den Ständen, dem Adel und den Städten abgetrotzt werden. Ein hartes Stück Arbeit. Ausbaden müssen es am Ende die Armen. Am schlimmsten trifft es die Bauern. 4 bis 5 Tage die Woche müssen sie für den Gutsherrn arbeiten, verschulden sich und verlieren Haus und Hof. Geht der Kelch an ihnen vorüber, werden sie zur Armee gepresst oder gezwungen, Soldaten und Pferde auf ihren Höfen zu beherbergen. Für Brandenburg-Preußen zahlt sich die Investition in die Rüstung aus. Der Kurfürst auf dem Bild, der zweite von rechts, ist ein gefragter Bündnispartner. Je nach Vorteil wechselt er die Fronten. Der Kurfürst mit dem Wechselfieber nennt man ihn. Aber er hat Erfolg mit seinem Rezept. So gelingt ihm hier, im Kloster zu Olivar bei Danzig, 1660 ein historischer Schritt. Bündnispartner Schweden muss in Frieden zu Olivar dem Brandenburger das Herzogtum Preußen für immer überlassen. Ein wichtiger Baustein für das spätere Königreich.
denn nun ist Preußen keiner fremden Macht mehr und dem Kaiser ohnehin nicht untertan. Hier in diesem Raum wird Preußen brandenburgisch. Die Königsberger sind nicht bereit, die wachsenden Geldforderungen des Landesherrn zu akzeptieren. Sie leben in einer reichen Stadt, viermal so groß wie Berlin, und haben mit Seehandel und zahlreichen Privilegien vor dem Amtsantritt des Kurfürsten bessere Geschäfte gemacht als jetzt, wo sie mit ihm teilen sollen. Im Jahr 1662 proben sie den Aufstand gegen den fernen Brandenburger. Ihr Verdacht, dass die Soldaten, die mit ihrem Geld bezahlt werden, auch gegen sie eingesetzt werden, bestätigt sich, als der Kurfürst mit 2000 Dragonern hier in Pillau landet und die Königsberger zum Aufgeben zwingt. Im Oktober 1663 huldigen die Ostpreußen dem Kurfürsten und erkennen ihn damit als ihren Souverän an. Der Kurfürst kann nun die Finanzen seines Staates besser planen. Aber erst am Ende seiner Herrschaft gelingt es ihm, die Steuerhoheit der Städte und des Adels zu brechen. Mit der Generalsteuer- und Konsumptionsordnung wird die Akzise, eine Art Verbrauchssteuer, durchgesetzt. Für alle Waren, die in der Stadt verkauft werden, muss der Untertan Steuern zahlen. So kommt mehr Geld in die kurfürstlichen Kassen. Die Steuern werden von kurfürstlichen Beamten an den Stadttoren eingetrieben und der Generalkriegskasse zugeführt. Diese zentrale Behörde gibt der Verwaltung des zukünftigen preußischen Staates das militärische Gepräge. Die Felder zwischen Fehrbellin und Hakenberg im Brandenburgischen. Hier erringt 1675 der Kurfürst mit seinem Heer gegen die Schweden einen glänzenden Sieg. Ein Nimbus ist zerstört. Die Schweden haben den Ruf, die besten Soldaten ihrer Zeit zu sein, verloren. Ein neuer Nimbus ist entstanden. Die Nachricht von den Ruhmestaten der brandenburgischen Armee und ihres Feldherrn geht wie ein Lauffeuer durch Europa. Flugblätter preisen den grandiosen Sieg und seinen Helden, den Stolz seiner Staaten. Bald wird Friedrich Wilhelm der große Kurfürst genannt. Die Serie seiner Siege krönt der Kurfürst im Winter des Jahres 1678, als die Schweden Königsberg bedrohen, mit einer spektakulären Aktion hier am Kurischen Haff. Mit klingendem Spiel überqueren die kurfürstlichen Truppen auf zahlreichen Schlitten das zugefrorene Haff und schlagen die Schweden für immer in die Flucht. Nun wissen auch die Königsberger, dass sich die Investition ins Militär gelohnt hat. Und Europa weiß, dass Brandenburg-Preußen eine Größe ist, mit der man rechnen muss. Einen noch größeren Namen macht sich der Kurfürst mit seiner Toleranz- und Siedlungspolitik. Sie beginnt 1650 mit der Schenkung des Schlosses Pötzow bei Berlin an seine Frau Luise Henriette. Der Kurfürst regiert ein großes Land, aber es mangelt an Untertanen. Noch immer fehlt es am größten Reichtum, den Menschen. Luise Henriette holt aus ihrer holländischen Heimat Siedler ins Land. Fachleute legen die Sümpfe um Pötzow herum trocken, Bauern wenden neue Methoden im Garten- und Ackerbau an. Schloss und Anwesen, das bald Oranienburg heißt, werden zum Mustergut für moderne brandenburgische Landwirtschaft. Plus outre, über das Mögliche hinaus, heißt das zentrale Motto des Bildes.
35 Jahre später, 1685, startet Kurfürst Friedrich Wilhelm auch aus politischem Kalkül eine beispiellose Asylantenkampagne. 20.000 französische Hugenotten finden in seinen Ländern Zuflucht. Der Kurfürst bietet ihnen verlockende Privilegien und freie Ausübung ihres Glaubens, wie hier in Französisch Buchholz im Norden Berlins in einer Kirche gemeinsam mit den Lutheranern. Toleranz heißt das Zauberwort, das preußische Politik lange prägen wird. Toleranz heißt auch, dass die Einwanderer ihre Sprache behalten dürfen. »20.000 Hugenotten kommen nach Brandenburg-Preußen, 5.000 davon bleiben in Berlin. Die Spezialisten mit westeuropäischem Niveau sind für das Land ein Segen. Die französische Kirche am Gendarmenmarkt in Berlin ist ihr zentrales Gotteshaus.« Viele Hugenotten machen sich in der preußischen Geschichte einen Namen. Auf den französischen Friedhöfen in Pankow und Berlin-Mitte finden sich die Grabstätten von Mitgliedern der französischen Gemeinde und ihrer Nachkommen, die Brandenburg-Preußen und die Residenzen Berlin, Potsdam und Königsberg nachhaltig geprägt haben. Gegen Ende seiner Amtszeit lässt Friedrich Wilhelm in Königsberg, viel zu weit weg vom deutschen Handel, einen Hafen bauen. Noch immer hat er Visionen. Er sieht eine große brandenburgische Flotte, stolze Schiffe, wie sie die Spanier und Portugiesen, die Briten, Franzosen und Niederländer haben. Und er denkt an den Reichtum, den man damit verdienen kann. Profite durch Seehandel und Besitzungen in Übersee. Doch der Kurfürst kommt zu spät. Die Kolonialmächte mit ihren riesigen Flotten haben die Welt und die Ozeane längst unter sich aufgeteilt. Selbst der Einstieg in den Sklavenhandel bringt zur Enttäuschung des Kurfürsten keine schwarzen Zahlen. So bleibt die Flotte ein teures Steckenpferd des Brandenburgers. Als Friedrich Wilhelm 1688 stirbt, droht Brandenburg-Preußen zu zerfallen. Im Streit mit seinem Thronfolger und den Einflüsterungen seiner zweiten Gemahlin Dorothea erlegen, droht er, den Besitz aufzuteilen und Preußen an den ältesten Sohn aus zweiter Ehe zu geben. Wäre das geschehen, hätte es kein Königreich und keine Kaiserkronen gegeben. Seinem Nachfolger Friedrich III. Gelingt es mit Hilfe des deutschen Kaisers, die Unteilbarkeit des Besitzes durchzusetzen. So erbt er ein saniertes Land, eine gut organisierte Verwaltung und eine Armee von 30.000 Mann. Aber auch Friedrich hat einen Traum, die Königskrone. Im Winter 1700 ist sie zum Greifen nahe. Mit einem Tross von 200 Kutschen und Wagen ist Friedrich mit seiner Gemahlin unterwegs ins Herzogtum Preußen. Im Gepäck die Krone mit den beiden großen Diamanten, ein scharlachroter Krönungsmantel, besetzt mit Diamantknöpfen, Gesamtwert 250.000 Taler. Nach 12-tägiger Reise kommen die Karossen in Königsberg an. Als Gegenleistung für die Krone verpflichtet sich Friedrich, dem Kaiser politisch und militärisch beizustehen. Am 18. Januar 1701 krönt sich der Kurfürst von Brandenburg hier in Königsberg selbst zum König. Anschließend setzt er auch seiner Gemahlin Sophie Charlotte die Krone aufs Haupt. Grandiose Feiern in Königsberg und Berlin. Tausende Liter Wein und gebratene Ochsen für die Untertanen. Jede Menge Taler werden unter das Volk geworfen. Prächtige Umzüge und Feuerwerke ergötzen die Bürger. Der kleine König hat ein Königreich erfunden und es beginnt zu existieren. Dem schiefen Fritz ist es gelungen, dem zerklüfteten kurmärkischen Besitz einen einigenden Namen zu geben. Man sagt Preußen,
und meint das Ganze. Preußen. Unbeschadet der Meinung der Königin zur Krone beginnt sich der Begriff in Europa durchzusetzen. Schloss Lietzenburg, das später den Namen Charlottenburg erhält, wird 1699 an Königs Geburtstag eingeweiht. Das große Vorbild für Sophie Charlotte und Friedrich sind Pomp und Hofhaltung des Sonnenkönigs in Versailles. Glanz und Repräsentation haben ihren Preis. Über 300 Hofangestellte kosten jährlich um die 400.000 Taler. Nur wenig mehr stehen für Verwaltung, Justiz, Behörden, Kirche, Schulen und Universitäten aller Provinzen zur Verfügung. Die Taufe der Enkelin Wilhelmine verschlingt Unsummen, während in Ostpreußen 30.000 Menschen an der Pest und vor Hunger krepieren und keinen roten Heller Unterstützung sehen. Der König hilft nicht, der König repräsentiert. Die Steuern klettern Jahr für Jahr. Tee, Kaffee, Salz, Perücken, Hüte, Strümpfe, Kutschen und selbst die Jungfernschaft unverheirateter Mädchen werden besteuert und finanzieren den königlichen Luxus. Die Königin etabliert in Charlottenburg einen barocken Musenhof. Hier werden Molière und Racine aufgeführt. Corelli widmet Sophie Charlotte eine Sonatensammlung. Sie selbst spielt ausgezeichnet Cembalo, komponiert, dirigiert Opern und verzaubert die Zuhörer als Sängerin. Noch mehr aber beeindruckt sie als Freundin der Philosophie. Das deutsche Universalgenie Leibniz, Freund und Gesprächspartner der Königin, ist häufig zu Gast. Er wird der erste Präsident der Akademie der Wissenschaften in Berlin. Bereits 1694 gründet Friedrich die Universität Halle. Der Herrscher selbst ist beim Eröffnungstag seinem Geburtstag anwesend. Die Universität wird zum Zentrum der pietistischen Theologie und Pädagogik und erste nationalökonomische Schule des Königreichs Preußen. Sie hat viel Zulauf von katholisch geprägten Universitäten. Hier entstehen zahlreiche frühaufklärerische Schriften. Die Friedrichs-Universität entwickelt sich in wenigen Jahren zur fortschrittlichsten Bildungseinrichtung Deutschlands. Als besonders verdienstvoll und folgenreich erweist sich ein Projekt, das Friedrich in der elenden Vorstadt Glauchau bei Halle an der Saale fördert. Hier hat ein Mann in seinem Pfarrhaus eine Armenschule eingerichtet. Im September 1698 erteilt Friedrich August Hermann Francke ein fürstliches Privileg. Daraus geht hervor, dass Friedrich dieses Reformprojekt zu seinem eigenen macht. Der Pietist Francke tritt für die Bezeugung des Glaubens durch die Tat ein. Steuerbefreiung, Back- und Braurecht, eine eigene Apotheke, eine Druckerei und eine Buchhandlung lassen die frankischen Anstalten bald zu einer prosperierenden Einrichtung werden. Ausbildung der Armen statt Verwahrung. In Frankes Anstalten wächst qualifizierter Nachwuchs aus allen Schichten heran. Führungskräfte aus dem Adel, Pädagogen, Studenten für die Hallische Universität. Real- und Bürgerschulen können nicht nur von wohlhabenden Kindern, sondern auch von Mittellosen und Waisen besucht werden. Geradezu bahnbrechend, hier werden nicht nur traditionell Bibelkunde, Religion, Sprachen, Schreiben und Rechnen unterrichtet, sondern auch Unterweisungen in allen Bereichen des praktischen Lebens, vom Manufakturwesen bis zum Kennenlernen der Sitten fremder Völker. Ebenso umwälzend ist die Verkopplung der Einrichtung mit Wirtschaftsunternehmen, in denen die Insassen der Anstalten produktive Arbeit verrichten. Die Erträge dienen zu ihrem Unterhalt. Nach diesem Modell wird Preußen nunmehr häufig seine Bildungseinrichtungen aufbauen. Schüler Frankes und deren Schüler prägen als Lehrer, Feldprediger, Offiziere, Militärärzte, Beamte und Pfarrer zunehmend preußische Amtsstuben, Kasernen, Gemeinden, Lazarette und Schulen.
Im Jahr 1712 ist man in der Residenzstadt Berlin guter Hoffnung. Noch immer hat der Kronprinz keinen männlichen Nachkommen. Der Fortbestand der Dynastie ist gefährdet. Die königliche Familie verharrt in gespannter Erwartung. Besonders der König, der künftige Großvater und seine junge Frau. An diesem Sonntag ist jener Friedrich geboren, den man später den Großen nennt. Tod des Vaters setzt sich Friedrich Wilhelm, den man bald den Soldatenkönig nennt, aufs Pferd und reitet nach Königs Wusterhausen bei Berlin. Hier im Schloss seiner Jugend startet er ein radikales Sparprogramm. 30 Millionen Taler Schulden hat ihm sein Vater hinterlassen. Er beginnt im eigenen Haus, streicht den Stellenplan und Etat des Hofes zusammen. Mehr als die Hälfte aller königlichen Angestellten verlieren ihre Arbeit. Gehälter und Ausgaben werden drastisch gekürzt. Im neuen Königreich lebt man von nun an spartanisch. Im Schloss Königs Wusterhausen beginnt der 25-jährige König den Umbau des preußischen Staates, in dem die Amtssprache ab sofort nicht mehr französisch, sondern deutsch ist. Friedrich Wilhelm I. hat etwas von einem Umstürzler. Zielstrebig krempelt er mit dem Staat seine Untertanen um. Sein Programm ist einfach und überschaubar. Gefördert wird alles, was nützlich ist, und alles, was militärisch ist, und alles, was dem Militärischen nützlich ist. Akademien, Theater, Kunst verkümmern. Orchester werden aufgelöst, Schlösser verpachtet oder verkauft, ebenso wie Luxusgegenstände jeder Art. Mehr als jeder andere Herrscher prägt der Soldatenkönig Preußen im Bösen und im Guten. Hunderte von Edikten regeln diesen Staat und das Leben seiner Untertanen. Befehle eines Despoten, der davon überzeugt ist, nur das Beste für alle zu wollen. Im Jahr 1717 verordnet er die allgemeine Schulpflicht. Den Einwänden seiner Minister, dass die Reform zu teuer sei, entgegnet der sonst so knausrige König: Wenn ich baue und verbessere das Land und mache keine Christen, so hilft mir alles nichts. Hauptfach Religion. Auch Schreiben und Rechnen sind wünschenswert. Der Untertan soll ein gottgefälliges und nützliches Leben führen. Er soll, wie der König, Plus machen. Der König lässt gern bauen. Wohlhabende Bürger und Adlige müssen Wohnhäuser errichten. Berlin wird größer, nicht zuletzt, weil die ständig wachsende Armee nun in den Städten untergebracht wird. Hier beim Bau der Berliner Friedrichstraße wird auch Militär eingesetzt. 10 Monate im Jahr werden die Soldaten in ihre Berufe oder auf ihre Höfe zur Arbeit entlassen, zum Plus machen. Hier ist die hohe Schule der Ordnung und der Haushaltskunst, wo Große und Kleine sich nach dem Exempel ihres Oberhauptes meistern lernen. Die Zucht macht Leute und die preußische ist herrlich, begeistert sich ein Zeitgenosse. Alles, was gut ist für die Armee, ist gut für Preußen.
Rüstung schafft Arbeitsplätze. Für das Lagerhaus, einen großen Textilkonzern, produzieren bis zu 5000 Beschäftigte Tuche für den Export und für die Armee. Eingekleidet werden damit auch die langen Kerls, die Riesensoldaten, für die der königliche Geizhals ein Vermögen ausgibt. 1722 gründet der König das große Militärwaisenhaus in Potsdam. Mit dem Lagerhaus und anderen Manufakturen wird daraus ein Riesenkonzern. Hier erhalten über 2000 Waisen eine Schulbildung, verbunden mit einem Beruf. Die Zöglinge arbeiten in den angeschlossenen Manufakturen, an die sie später vermittelt werden. Die Erträge der Produktion wiederum dienen dem Erhalt des Waisenhauses. Auch Medizin ist nützlich. 1727 entsteht die berühmte Charité, an der Kranke behandelt und Ärzte ausgebildet werden. Dieses Gemälde entsteht aus Anlass der Gründung des Generaldirektoriums. Diese Behörde aller Behörden verwaltet die Einnahmen des Staates, von denen 80% die Armee schluckt. Das schlanke Ministerium arbeitet nach der königlichen Devise, es kann nicht mehr ausgegeben werden, als man einnimmt. Preußische Werber sind in ganz Deutschland unterwegs, um den Personalbestand der Armee zu sichern. Ein schmutziges Geschäft. Junge Männer werden betrunken gemacht, mit Geld geblendet und in die Armee gepresst. Später führt der König eine Art Wehrpflicht ein, die allzu krasse Werbemethoden mildert. Auf diesem Bild sieht man die drei Säulen des militärisch organisierten Beamtenstaates. Links das Haus des Steuerbeamten. Preußen hat die höchsten Steuern Europas. In der Mitte die Steuerzahler und rechts die Wache im Gefängnis Preußen. Auf Landesflucht steht die Todesstrafe. Ich schone niemanden, droht Justitia. Brutaler Drill, noch brutalere Strafen. Obwohl in allen Armeen dieser Zeit üblich, hat sich die Geschichte solche Bilder als preußisch gemerkt. Mängel an Montur oder Frisur haben Prügel zur Folge. Resonieren, Trunkenheit und Glücksspiele werden mit Spießrutenlaufen bestraft. Angriff gegen den Vorgesetzten oder Desertation mit Erschießen oder Hängen. Dennoch desertieren Tausende, was den König, der sonst schnell ein Todesurteil fällt, zur Vernunft bringt. Das Edikt verspricht Straffreiheit. Tote Soldaten sind nicht nützlich und junge Männer im Ausland auch nicht. Perfektionismus und Vereinheitlichung, auch das ist preußisch. Ausrüstung, Waffen, Uniformen, Ausbildung, Reglements werden standardisiert. Drill bis zum Umfallen, bedingungsloser Gehorsam. So verfügt Friedrich Wilhelm I. über die disziplinierteste und feuerschnellste Armee Europas. Dieser Machtfaktor sorgt dafür, dass Preußen von Kriegen verschont bleibt. Denn der Soldatenkönig liebt zwar das Militär, aber, Ironie der Geschichte, er liebt keine Kriege. Kriege kosten Geld und ramponieren die schöne Armee. Im Herbst frönt der König in den Wäldern um Königs Wusterhausen seiner Leidenschaft, der Jagd. Berliner und Potsdamer müssen hunderte Stück Wildbret kaufen, ob sie wollen oder nicht. Plus machen. Der Abend im Schloss gehört dem Tabakskollegium. In dieser nahezu demokratischen Einrichtung gelten keine Ränge und keine höfische Etikette. Hier ist der einzige Ort, wo man dem König widersprechen darf. Das gilt nicht für die Kinder und schon gar nicht für den Kronprinzen Friedrich, der zu seinem Leidwesen gelegentlich an diesen grobianischen Gelagen teilnehmen muss. Der König verlangt von seinem Sohn rechts am Tisch bedingungslosen Gehorsam. Öffentliche Züchtigungen und Demütigungen sind an der Tagesordnung. Friedrich verzweifelt an Vater und Vaterland. Hier in Steinsfurt bei Sinsheim im Süddeutschen nimmt eine Familientragödie ihren Anfang, die Preußen fast in eine folgenschwere politische Katastrophe gestürzt hätte.
Bei einer Reise mit seinem Vater will Friedrich dem preußisch-väterlichen Regime entfliehen, wird gestellt und verhaftet. Der König, und das unterscheidet ihn von anderen absolutistischen Herrschern seiner Zeit, ist ein Despot gegen jedermann. Er fordert Gleichheit vor dem Gesetz und damit den Tod des Sohnes und dessen Freundes und Helfers Katte. Das Prinzip geht über alles. Preußisch prinzipientreu, preußisch erbarmungslos. Als sich das Militärgericht weigert, den Kronprinzen zum Tode zu verurteilen, lässt der Vater vor Friedrichs Augen Freund Katte in Küstrin hinrichten. Der Kronprinz wird arretiert und später dienstverpflichtet. Europa ereifert sich mit Solidaritätsbeweisen für den Sohn und Protesten gegen den grausamen Vater. Da beeindruckt der nun endgültig als Berserker und Barbar verschriene König durch sein Engagement für religiös Verfolgte. Asylland Preußen. Seit der Aufnahme von verfolgten Hugenotten durch den Großvater des Königs eine preußische Tradition. 20.000 Glaubensflüchtlinge aus Salzburg kommen 1732 nach Preußen. Muss ich gleich Haus und Hof, Freund, Eltern, Kinder lassen, so will mich doch der Herr in seine Arme fassen. Er hält mich väterlich bei seiner rechten Hand und führt mich wohlvergnügt in Friedrich-Wilhelms-Land. Ein endloser Flüchtlingszug durch Mitteleuropa nach Preußen. Der sonst so geizige König investiert einige Millionen Taler Reisespesen. Die Aktion sorgt für Aufsehen. Im von der Pest entvölkerten Ostpreußen erhalten die Salzburger Ländereien Vieh, Ackergeräte, Bauholz und Steuerprivilegien. In wenigen Jahren wird das Land zu einer blühenden Provinz. Selbst Sohn Friedrich zeigt sich davon beeindruckt, dass nach dem Winke eines Mannes auf diesen einst so verödeten Quadratmeilen jetzt mehr Wohlstand und Fruchtbarkeit herrscht als irgendwo in Deutschland. Der Kronprinz lebt schon seit einigen Jahren im idyllischen Rheinsberg. Das Kontrastprogramm zu den väterlichen Maximen. Mehr interessiert an Männern als an Frauen, hat der Kronprinz junge Musiker, Maler, Offiziere um sich versammelt. Hier wird gedichtet, musiziert, philosophiert, gefeiert. Friedrich liest aufklärerische Literatur und schreibt hier im Turmzimmer den Anti-Machiavell, ein Essay gegen Despotismus und Kriege aus Machtgier. Als der Soldatenkönig 1740 stirbt, erbt der aufgeklärte Kronprinz einen militärisch organisierten Staat, 89.000 Soldaten und 9 Millionen Taler Kriegskasse, und er erbt einen Begriff, den sein Vater in Europa geprägt hat, das Preußentum. Friedrich II. Residiert zunächst in Charlottenburg, dem Musenhof seiner Großmutter. Hier hinter verschlossenen Türen verfasst der junge König einen Erlass nach dem anderen, alle erstaunlich, alle fortschrittlich. Die Minister sollen niemanden drangsalieren, die Folter soll abgeschafft, die Prügelstrafe gemildert und Kindesmörderinnen nicht mehr in Säcken ertränkt werden. Kornkammern werden für die Armen geöffnet, ein Opernhaus in Auftrag gegeben, die Zensur teilweise aufgehoben und ein jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Wahrheit und Freiheit für Europa verkündet der preußische Adler auf der deutschen und französischen Ausgabe der Berliner Zeitung. Und Europa ist beeindruckt von dem intellektuellen, aufgeklärten, kunstliebenden, ja fast heiteren Preußen des neuen Königs. Aber dieses Bild strahlt nur eine kurze Zeit. Über den Kriegen wird es die Geschichte vergessen. Doch zunächst lenkt es davon ab, dass der neue König sofort die Armee vergrößert. Da stirbt in Wien der deutsche Kaiser aus dem Hause Habsburg und seine Tochter Maria Theresia beansprucht den Thron. Kaum ein deutscher Fürst will das akzeptieren.
Friedrich, getrieben von persönlicher Ruhmsucht und politischem Kalkül, nutzt das Machtvakuum und beginnt die wohl verlustreichste Serie von Kriegen dieses Jahrhunderts. Im Dezember 1740 marschieren 20.000 preußische Soldaten ins österreichische Schlesien ein. Der 28-jährige König hat den Aufmarschplan eigenhändig skizziert. Wegbeschreibung für eine Aggression. Ebenso preußisch gründlich geht er bei seiner ersten Schlacht bei Mollwitz in Schlesien vor. Seine schulmäßig aufmarschierte Armee wird überrannt. Die Schlacht und damit der Krieg gelten bereits als verloren, als die gedrillte, schnell schießende Infanterie die Österreicher niederwalzt. 9.000 Tote von beiden Seiten werden hier begraben. Bereits ein halbes Jahr später zieht Friedrich als Sieger in Breslau ein. Bürger sollen ihm zugejubelt haben. Für die Protestanten ist es das Ende der katholischen Vormundschaft Wiens. Für die Bürger ist es das Ende ihrer relativen Selbstständigkeit. Nun zieht auch hier preußische Zucht ein. In diesem Saal huldigen Ende 1741 die Breslauer dem preußischen König. Schlesien ist nun preußisch. Aber der König weiß, dass dies nur eine Atempause sein kann. In den Schlachten des Siebenjährigen Krieges manifestiert sich der Ruf von der Unbesiegbarkeit der besten Armee Europas. Hier bei Leuthen in Schlesien besiegen die Preußen eine doppelte Übermacht. Der Mythos macht die preußischen Soldaten und ihren König zu Kultfiguren in Europa. Historienmaler und kaiserliche Schulbücher tun ihr Übriges. Der Choral von Leuthen und ähnliche Legenden machen vergessen, wie blutig und bestialisch diese Gemetzel sind. Eine 500.000 Tote kosten diese Kriege. Ich will meine Machtstellung behaupten oder untergehen und alles selbst den Namen Preußens mit ins Grab nehmen, beharrt der König, obwohl der Krieg nicht mehr zu gewinnen ist. In der Schlacht bei Kunersdorf denkt er gar an Selbstmord. Ich habe keine Hilfsmittel mehr, ungelogen, ich halte alles für verloren. Den Untergang meines Vaterlandes werde ich nicht überleben. Adieu für immer, Frederik. Ein königlicher Hasardeur verabschiedet sich von seinem Volk, seinem Staat, seinem Amt. In den Friedensjahren wird Schloss Sanssouci 1747 fertiggestellt zum Synonym für das intellektuelle Preußen. Hier führt der Philosoph auf dem Thron das Leben eines musizierenden, komponierenden, schreibenden und disputierenden Herrschers, der mit bescheidenem Prunk diszipliniert sein Land regiert. Hofsprache ist nun wieder Französisch. An der Tafelrunde des Idealmonarchen eine Symbiose von Geist und Macht. An seinem Tisch Geistesgrößen wie Voltaire, den Friedrich trotz heftigen Streits sein Leben lang allen anderen vorzieht. Einer der wenigen Deutschen, die Friedrich akzeptiert, ist der Hallenser Professor Christian Wolff. Ansonsten will es der König nur mit französischer Denkart zu tun haben. Franzosen prägen die Berliner Akademie. Die Enzyklopädisten Diderot und D'Alembert sind umworbene Korrespondenzpartner.
Immerhin, der deutsche Verleger Nicolai darf zuweilen in der Tafelrunde sitzen, auch der Jude Moses Mendelssohn, aber die Akademie bleibt ihm verschlossen. Goethes Götz hält der frankophile König für barbarisch. Und Kant wird von Friedrich ebenso wenig beachtet wie Lessing, von dem man mit großem Erfolg in Berlin ein Stück aufführt. Bald ein halbes Jahrhundert ist Friedrich II. Preußischer König. Etwa 10 Jahre davon verbringt er auf den Schlachtfeldern der Schlesischen Kriege. Die übrige Zeit bemüht er sich um die Verbesserung, um das Retablissement seines Landes. Im eroberten Schlesien lässt er in wenigen Jahren 750 neue Schulen bauen, 250 protestantische und 500 katholische. Und die Katholiken dürfen die Kirchen behalten, die sie den Protestanten genommen haben. Das preußische Toleranzprinzip zeichnet diesen Staat unverändert vor vielen europäischen Staaten aus, in denen die Machthaber ihre Religion immer noch zum Dogma machen. Im brandenburgischen Kernland werden Kanäle gebaut und riesige Sumpfgebiete urbar gemacht. 1753 ist die Trockenlegung des Oderbruchs beendet. Ein Mammutprojekt. Über 30.000 Hektar Land sind gewonnen, 50 neue Dörfer gegründet. Bis zu Friedrichs Tod finden über 100.000 Kolonisten in der Kur Neumark eine neue Heimat. Mit diesen Maßnahmen gelingt es ihm auch, die Zahl der freien Bauern zu vergrößern. Denn trotz königlicher Gesetze zum Schutze der abhängigen Bauern ist deren Situation immer noch katastrophal. Friedrich II. Hat es zwar geschafft, den Kartoffelanbau einzuführen, aber am Ende fehlt ihm die Kraft, die Verhältnisse auf dem Lande und die Gleichheit vor dem Gesetz durchzusetzen. Der alte Fritz heißt er nun bei seinen Untertanen. 1772, Friedrich hat sich längst vom Kriegeführen verabschiedet, fällt ihm bei der ersten polnischen Teilung Westpreußen in den Schoß, die Landbrücke zwischen Pommern und Ostpreußen. Preußen ist so groß wie nie zuvor. Der Staat reicht vom Rhein bis zur russischen Grenze, von Nordhausen bis zur Ostsee, von Böhmen bis nach Memel. Preußen ist neben Österreich zur zweiten deutschen Großmacht aufgestiegen. Der preußische Staat genießt Respekt in Europa. In Berlin und Potsdam entstehen unter Friedrich prächtige Bauten. Die Residenzen gewinnen an Glanz. Wirtschaft und Finanzen sind erholt. Die Armee ist auf 190.000 Mann angewachsen. Die Bevölkerung hat sich verdoppelt und der preußische Untertan ist entstanden. Gehorsam, Obrigkeitsglaube prägen ihn ebenso wie Fleiß, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Genügsamkeit, stoische Pflichttreue und Opferbereitschaft. Preußische Tugenden, die sich eines Tages als verhängnisvoll erweisen werden. Ich habe als Philosoph gelebt und will als solcher begraben werden, ohne Pomp, ohne Prunk und ohne die geringsten Zeremonien. Man bestatte mich in Sanssouci, ganz schlicht auf der Höhe der Terrasse, rechter Hand, hatte Friedrich II. In seinem Testament verfügt. Auch das hat sich die Geschichte gemerkt. Preußische Bescheidenheit, preußische Selbstlosigkeit. Kein Monument, kein Denkmal, eine Grabplatte. Aber so kam es nicht. Denn erst über 200 Jahre später werden die sterblichen Überreste des Königs nach mancherlei Irrfahrten durch Deutschland und die deutsche Geschichte in Sanssouci beigesetzt. Da war Preußen schon ein halbes Jahrhundert von der Landkarte verschwunden.
Potsdam, das Marmorpalais am Heiligen See, die neue Residenz von Friedrich Wilhelm II. 1786 wird er König von Preußen. Er ist anders als sein Onkel, der alte Fritz. Er ist ein schwacher Monarch in einem mächtig gewordenen Staat. Bilder aus dem Preußen seiner Zeit, gesehen von Daniel Kolubiecki, dem großen Berliner Illustrator. Er porträtiert ein Land im Stillstand. Künstlinge und Mätressen bestimmen die Politik. Es herrscht althergebrachtes Standesdenken. Jedem das Seine ist oberster Grundsatz. Dabei wissen die, die die Arbeit machen, inzwischen längst, was für sie gut und richtig ist. Politische Rechte aber haben sie nicht. Immerhin ist auf die Verhältnisse Verlass. Das Land hat jetzt ein einheitliches Rechtssystem. Der neue König liebt die Künste. Auch wenn seine Kassen immer leer sind, verdankt ihm Berlin eine Reihe klassizistischer Bauten. Der französische Dom ist gerade fertig und das Brandenburger Tor entsteht. Damals heißt es noch Friedenstor, denn die Zeit der Kriege wird in Preußen fürs Erste vorbei sein. Auch wenn im neutralen Preußen Ruhe herrscht, anderswo in Europa gärt es, wird das Unterste zu Oberst gekehrt. Unerhörtes geschieht. Friedrich Wilhelm erfährt vom Umsturz in Frankreich. Dort schicken Revolutionäre den König von Frankreich aufs Schafott. Das ist 1793. Und sein Nachfolger auf dem Preußenthron, Friedrich Wilhelm III., hört wenige Jahre später, wie in Paris ein General per Staatsstreich an die Macht kommt. Napoleon Bonaparte. Der Putschist aus Korsika krönt sich zum Kaiser. Das ist 1804. Eine Bedrohung für die alten Mächte Europas. Preußen wird in einen neuen Krieg verwickelt. Bei Jena und Auerstedt im Thüringischen erlebt der so mächtige Staat eine katastrophale Niederlage. Das ist 1806. Napoleon zieht durchs Brandenburger Tor in Berlin ein. Die wenigen Sympathien, die die Franzosen noch haben, sind schnell verspielt. Preußen geht unter den Kosten der Besatzung fast zugrunde. Nicht nur die Berliner erleben die Fratze der Fremdherrschaft. Noch weiß Napoleon nicht, dass seine Tage gezählt sind. Der Sommersitz Paretz, auf dem König Friedrich Wilhelm III. Mit seiner Luise immer wieder einige Tage verbringt. Rückzug ins bürgerliche Idyll. Doch jetzt ist Napoleon in Berlin und Paretz zu nah für einen solchen Rückzug. Der Preußenkönig weiß nicht, wie er dem französischen Eroberer begegnen soll und weicht ihm aus. Nach Ostpreußen. Es sind Jahre der Lähmung. Dabei wächst draußen im Land der Widerstand gegen die Franzosen, wächst die Hoffnung auf den König und seine Familie. Da ist sein ältester Sohn, der zukünftige König Friedrich Wilhelm IV. Und seine jüngeren Brüder. Wilhelm, links im Bild, wird ihm auf dem Thron folgen. Und dann gibt es sie, Luise, die Königin, das Idol aller freiheitsliebenden Preußen. Sie stirbt jung, ein nationales Trauerspiel. Das ist 1810. In diesen turbulenten Zeiten bleibt in Preußen die alte Ordnung unangetastet. Der König sieht sich von Gottes Gnaden eingesetzt und seine Untertanen haben den Platz in der Welt einzunehmen, der für sie ausersehen ist. Dabei gewinnen anderswo in Deutschland die Bürger mehr und mehr an Einfluss.
Dort, wo die Franzosen schon seit über einem Jahrzehnt das Sagen haben. Im Königreich Preußen ziehen sich die Gebildeten in Clubs und Salons zurück, besinnen sich auf die inneren Werte. Edle Einfalt, stille Größe. Berlin verändert sich derweil, wird schöner und weltläufiger. Schinkel entwirft öffentliche Bauten, darunter sogar ein Kaufhaus, das einmal unter den Linden stehen soll. Oder ein Lagerhaus, an der Spree gelegen. Auf der Schlossbrücke symbolisieren die antiken Körper die alten klassischen Ideale. In humanistischem Sinne soll die Jugend erzogen werden. Wenn schon das Land französisch besetzt und materiell am Ende ist, so soll wenigstens in die Köpfe und Herzen der neue Geist einziehen. Der Sieg der Franzosen bewirkt nun auch in Preußen Reformen. Ein einheitliches Bildungssystem für alle wird eingeführt. 1810 erhält Berlin eine Universität. Preußens Bildungsreform prägt auf lange Zeit das Geistesleben des neuen Jahrhunderts. Berlins Ruf als Stadt der klassischen Künste entsteht in diesen Jahren. Das alte Museum am Lustgarten, gebaut nach Schinkels Plänen. Spree Athen. Doch nicht nur Bildung und Verwaltung werden in Preußen reformiert. Das Land zieht aus der Katastrophe von Jena und Auerstedt auch militärische Konsequenzen. Und hier zeigt sie sich die alte Meisterschaft der Preußen. Die Erneuerung des Heeres ist die erfolgreichste seiner Reformen. Nicht mehr adlige Vorrechte zählen, sondern allein die Leistung. Der Dienst an der Waffe gilt für alle, vom König bis zum letzten Untertan. Vor allem Bürgerliche sind angesprochen, sie können fortan Offiziere werden. Noch steht der Feind im Land. Preußen darf nur ein kleines Heer unterhalten. Aber die Reformer haben Verstärkung eingeplant. Wer nicht regulär dient, wird zur Landwehr eingezogen. Als letzte Reserve sollen die Massen mobilisiert werden. Der Landsturm. Ihm schließt sich der berühmte Philosoph Fichte an. Die nationale Begeisterung ist groß. Immer mehr Freiwillige melden sich. Lützows wilde, verwegene Jagd beginnt. 1813 ist es soweit. Preußen verbündet sich mit Russland und Österreich, sie schlagen Frankreichs Truppen in der Völkerschlacht bei Leipzig. Und im Jahr darauf erobern die Alliierten Paris. Napoleons Herrschaft geht zu Ende. Preußen, wie es unter Napoleon war. Es hat sich rechtzeitig auf die Seite der Gewinner geschlagen. Auf dem Wiener Kongress wird Europa neu geordnet. Preußen profitiert beim großen Umverteilen von Land und Besitz. Im Jahr 1815 bekommt es große Gebiete im Westen, die neuen Provinzen Rheinland und Westfalen. Die vielen Fürstentümer schließen sich zum Deutschen Bund zusammen, geführt von Österreich und Preußen. Aber die feudalen Verhältnisse ändern sich nicht. Eine bittere Karikatur der Zeit, ein deutscher Denkerclub, dem jegliche Meinungsäußerung verboten ist. In Preußens Provinzen am Rhein vollzieht sich eine neuartige Revolution. Der Fabrikant Friedrich Harcourt lässt seine Maschinen in einem verfallenen Burgturm laufen. Das alte Gemäuer ist gut genug für Dreck und Lärm. Stadt und Burgwetter bei Hagen sind Keimzelle einer Industrieregion.
Dampfmaschine. Sie bestimmt das Tempo der Zeit. Diese Technik, stärker als alle Maschinen zuvor, verändert das Gesicht Europas. Und das radikaler als alle Umstürze vorher. Preußen hat inzwischen die Gewerbefreiheit eingeführt. Das fördert in Berlin, in Schlesien und in den neu gewonnenen westlichen Provinzen den Unternehmungsgeist, den französische Flüchtlinge und französische Besatzer einst mitbrachten. Die größte Dynamik entwickelt die Textilindustrie. Sie verändert die Arbeitswelt. Nicht mehr die Zünfte bestimmen wie seit alters her das Berufsleben, sondern die Maschine. Jeder, der Geld verdienen will, drängt in die Fabriken als ungelernter Handlanger. Handwerkliches Können scheint nicht länger gefragt. So entscheidet sich in den neuen Industriegebieten das Schicksal des Landes. Preußen weiß die industrielle Revolution hier zu nutzen. In Bonn wird 1818 die Friedrich-Wilhelms-Universität gegründet. Seit 7 Jahren gibt es auch in Breslau eine Universität. Naturwissenschaften sind in Bonn besonders wichtig. Techniken des Erz- und Kohleabbaus werden hier entwickelt. Neue Verkehrswege entstehen. Der Rhein wird als Schifffahrtsweg ausgebaut. Schleusen und Kanäle machen unabhängig vom Wasserstand. Duisburg, wo die Ruhr in den Rhein mündet, ist Preußens neuer Binnenhafen. Im weiten Ruhrtal hallen die Sirenen der ersten Dampfschiffe. 1834 fallen im Deutschen Bund die Zollschranken. Preußen setzt das durch. Ein einheitlicher Wirtschaftsraum entsteht. Dann kommt sie, die dem ganzen System neue Schubkraft gibt, die Eisenbahn. Für sie braucht das Land noch mehr Kohle, noch mehr Erz. Überall in Preußen und im Deutschen Bund breitet sich ein Eisenbahnnetz aus, durch Täler und über Viadukte, nahezu explosionsartig, innerhalb von nur 15 Jahren. Auch zwischen der Residenz Potsdam und Berlin gibt es einen Schienenweg, der Potsdamer Bahnhof, 1838. Die Lokomotiven kommen aus Borsigs Maschinenfabrik in der Chausseestraße. Berlin, die neue Industriestadt, gesehen vom Kreuzberg. In der Großstadt schaffen die neuen Freiheiten Gewinner und Verlierer. Nicht jeder Geselle will noch Meister werden, denn längst hat das Handwerk keinen goldenen Boden mehr. Die Fabriken produzieren schneller und billiger, was der Bürger braucht. Die Zahl der Ungelernten und schlecht Bezahlten wächst. Und so mag in mancher deutschen Schusterstube ein Bild von dem hängen, der als starker Mann für klare Verhältnisse sorgte, früher, als alles noch anders war. Napoleon. Solange in Preußens Manufakturen die Schornsteine rauchen, lässt es sich wunderbar träumen.
In der Potsdamer Residenz hat sich Prinz Friedrich Wilhelm einen Palast ganz im Stil des klassischen Altertums bauen lassen. Die römischen Bäder und Schloss Charlottenhof. Der Prinz ist ein Romantiker. Einer, der das Land der Griechen mit der Seele sucht und es in den hohen Norden importiert. Als Friedrich Wilhelm III. 1840 stirbt, wird seinem Sohn von den preußischen Ständen gehuldigt. Preußen ist noch ein Ständestaat, denn die Regierung hat das Versprechen nicht gehalten, dem wiedererstarkten Land auch eine neue Verfassung zu geben. So sieht sich auch der neue König Friedrich Wilhelm IV. Als Herrscher von Gottes Gnaden. Die neue Zeit mit Industrie und Verkehr hat sich nicht in allen preußischen Provinzen ausgebreitet. Wirtschaftszentren sind die beiden Rheinprovinzen, Berlin und Schlesien. Die anderen Provinzen, besonders östlich der Elbe und Oder, bleiben rein ländliche Gebiete. Sagen, auf den großen Ländereien Ostelbiens haben wie eh und je die Gutsherren. Sie genießen Steuervergünstigungen, können sogar Polizeigewalt ausüben. Den Bauern haben die Reformen wenig geholfen. Sie können sich jetzt zwar freikaufen, aber viel Geld werfen ihre kleinen Höfe nicht ab. Sie überschulden sich und geraten so erneut in Abhängigkeit vom Großgrundbesitzer. Deren erzkonservatives Milieu bringt einen Mann hervor, der Preußens Geschicke entscheidend prägen wird. Es ist der Gutsherr Otto von Bismarck. In der Provinz Schlesien entwickelt sich die erste große soziale Krise. Aus Gleiwitz und Königshütte stammt zeitweilig mehr als die Hälfte der preußischen Eisenproduktion. Die Lebensverhältnisse sind katastrophal, wie überall. Auch Frauen und Kinder schuften bis zu 12 Stunden an den Maschinen. In den abgelegenen Gebirgsgegenden leben die Menschen von der Heimindustrie. Hier wird das Leinen nicht mit Maschinen hergestellt, sondern noch von Hand am Webstuhl. Schönberg, die Webersiedlung 12 Apostel. Die Weber hier sind Lohnarbeiter, abhängig von den Verlegern. Die liefern die Rohstoffe und können nach Belieben die Preise für die fertige Ware drücken. Zum sozialen Konflikt kommen Missernten. 1844 brechen in Schlesien Hungeraufstände aus. Der Staat reagiert hart und überzogen. Preußisches Militär schlägt die Revolte der Armen nieder. Friedrich Wilhelm IV. Kann oder will nicht die Zeichen der Zeit erkennen. Die immer breitere Kluft zwischen Arm und Reich, die eine Folge der Industrialisierung ist. Seine Majestät wird Zielscheibe der Karikaturisten. Kein Reformpapier darf sich zwischen ihn und das Volk drängen. In mehreren großen Städten kommt es zu Unruhen. Barrikaden werden gebaut, Schüsse fallen. Vor allem in Berlin gehen immer mehr Menschen auf die Straße. Das ist im März 1848.
Wieder reagiert der Staat überzogen. In Berlin schießt das Militär auf Demonstranten. Es gibt Tote. Nicht nur in Preußen, auch in anderen Staaten des Deutschen Bundes breitet sich die Revolution aus. Der Druck der Straße zwingt die Regierungen zu Zugeständnissen. Sie lassen freie Versammlungen zu. In der Paulskirche zu Frankfurt am Main bilden Volksvertreter ein Parlament. Endlich kann öffentlich über eine Verfassung debattiert werden. Die Deutschen haben zum ersten Mal die Möglichkeit, Freiheitsrechte durchzusetzen. Es ist die Stunde der Demokraten, der politischen Gruppierungen, der Liberalen und Radikalen. In Frankfurt sind sich die überwiegend bürgerlichen Abgeordneten in einem einig. Es soll einen deutschen Nationalstaat mit einer demokratischen Verfassung geben. An der Spitze soll ein Monarch, ein Kaiser, stehen. Dieser künftige deutsche Kaiser soll Preußens König sein, aber der lehnt entrüstet ab. Eine Krone, gemacht aus dem Dreck der Revolution, nimmt er nicht an. Friedrich Wilhelm IV. Fühlt sich als Herrscher von Gottes, nicht von Volkesgnaden. Nur ein Rezept fällt ihm ein. Gegen Demokraten helfen nur Soldaten, heißt es. Die Revolution endet in Resignation und Gewalt. Die radikalen Demokraten ziehen sich in den Südwesten Deutschlands zurück, wo es noch liberal zugeht. Im badischen Rastatt hilft Preußens Militär, die letzten Reste des Widerstandes zu zerschlagen. Viele Freischärler fallen, werden hingerichtet, ins Gefängnis geworfen. Ein Teil von Deutschlands Elite wandert aus, geht nach Amerika. Friedhof der Märzgefallenen in Berlin-Friedrichshain mahnen die Opfer der ersten deutschen Revolution. Sie steht am Ende einer Entwicklung, die Preußen groß gemacht hat und den Staat in ein Dilemma trieb. Er nutzt die gewaltigen industriellen Umwälzungen, die frei entfalteten Kräfte der Wirtschaft. Aber Preußens König ist nicht in der Lage, seinen Bürgern neue Freiheiten zu gewähren. Dom zu Köln, seit dem Mittelalter das Wahrzeichen der Stadt.
Viele Jahrhunderte war der Bau nur halb fertig. Anfang des 19. Jahrhunderts gibt es Pläne, ihn zu Ende zu bauen. Denn der Dom ist ein nationales Symbol. Seine Vollendung bedeutet auch, dass sich der Traum von einem neuen heiligen römischen Reich deutscher Nation erfüllen könnte. In 1842 reist Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV. In die Rheinprovinz und nimmt am Dombaufest teil. Der Gast aus Berlin will aber auch das Bündnis von Thron und Altar festigen, das hier seit langer Zeit belastet ist. In Preußen dominiert der protestantische Geist, entsprechend schwer hat man es mit den katholischen Provinzen, dem Rheinland, Westfalen und Schlesien. In den 30er Jahren hatte Friedrich Wilhelm III. Den Kölner Erzbischof Droste zu Fischering kurzfristig in Haft nehmen lassen. Der Grund? Die Kirche hatte sich den preußischen Vorschriften widersetzt, wonach Kinder aus Mischehen den Glauben des Vaters anzunehmen hätten. Denn das Dogma der Kirche schreibt in jedem Fall die katholische Taufe vor. Nun soll es künftig einen fertigen Dom geben, eine steingewordene Verklärung des Mittelalters, für einen Herrscher von Gottes Gnaden. Gemeint ist der König von Preußen. Auch anderswo an den Ufern des Rheins werden alte Gemäuer restauriert. Die Burgruine Stolzenfels, ein Geschenk der Stadt Koblenz an Friedrich Wilhelm IV., lässt der König wiederherstellen. Die Burgenromantik verführt zu Träumereien von Deutschlands neuen großen Zeiten. Matt vor Seligkeit sei er gewesen, als er den Rhein und seine Burgen sah, schrieb Friedrich Wilhelm, als er im Jahre 1815 den Strom bereiste. Sein Bruder Wilhelm, der Prinz von Preußen, ist in der Rheinprovinz Militärgouverneur. Er ist kein Schwärmer wie Friedrich Wilhelm IV., der schon seit langem krank ist. Man hofft auf Wilhelms künftige Regentschaft und darauf, dass es unter ihm weniger konservativ zugehen wird. Romantik auch in Brandenburg. Um Potsdam herum entsteht ein preußisches Arkadien, eine Ideallandschaft im Geist der Antike. Aber was ist geblieben vom Aufbruch Preußens, von den Reformen der napoleonischen Besatzungszeit? Auf dem Babelsberg wird 1834 das Schloss für Prinz Wilhelm begonnen. Ludwig Persius, der Baumeister, orientiert sich an englischen Vorbildern, ein Wunsch von Prinzessin Augusta, denn sie liebt alles Englische. Und so steckt der Bau voller Stilelemente. Ein bisschen Romanik, Gotik, Renaissance, englischer Tudor eben. Und ein wenig wird auch Wilhelm von der vornehmen englischen Lebensart beeinflusst. Hinter dem Schloss lässt er den Erzengel Michael im Kampf mit dem Drachen aufstellen. Er erinnert an den Einsatz des preußischen Militärs gegen die Revolutionäre in Baden. Schließlich war es Wilhelm, der Preußenprinz, der 1848 mit Kartätschen auf die Demonstranten hatte schießen lassen. In den 50er Jahren wird diskutiert, wie groß das erträumte Deutschland denn sein darf. Ein liberaler Nationalverein propagiert einen kleinen deutschen Verbund. Vorgeschlagen wird auch eine großdeutsche Lösung mit der österreichisch-ungarischen Monarchie. Das wollen die Konservativen.
Zukunftsträume. Beim preußischen Lesepublikum ist die Vergangenheit auch sehr gefragt. Es fehlt östlich der Elbe noch die Wünschelrute, die den Boden berührt, schreibt Theodor Fontane und begibt sich auf eine Wanderung durch die Mark Brandenburg. Die Geschichte des Landes an Oder, Havel und Spree wird neu erzählt, wiederentdeckt in alten Orts- und Familienchroniken. Auch ein anderer Künstler wählt das heroische Erbe Preußens zum Thema, der Maler Adolf Menzel. 1861 stirbt Friedrich Wilhelm IV. Und Prinzregent Wilhelm krönt sich in Königsberg zum neuen preußischen König. Menzel wird beauftragt, die Zeremonie in einem repräsentativen Gemälde festzuhalten. Vorstudie zum Gemälde porträtiert Adolf Menzel den Mann, der nun die politische Bühne beherrschen wird. Es ist Otto von Bismarck, ab 1862 Ministerpräsident in Preußen. Im preußischen Abgeordnetenhaus, wo nur Adel und Besitzbürger vertreten sind, kommt es bald zu einer dramatischen Machtprobe zwischen Wilhelm I. und dem Parlament. Bismarck steht seinem König als treuer Lehensmann zur Seite. Es geht um die Heeresreform. Die Liberalen wollen nicht, dass dem König noch mehr militärische Macht zuwächst. Bismarck reformiert das Heer ohne Zustimmung des Parlaments. Ein unerhörter Verfassungsbruch. Sein Kommentar: Nicht mit Reden und Mehrheiten werden die großen Fragen der Zeit gelöst, sondern durch Eisen und Blut. Heeresreform wird durchgesetzt, weil Bismarck es so will. Das Land bekommt eine Armee, die ganz auf die allerhöchste Majestät eingeschworen ist. Die alte, bürgernahe Landwehr ist nur noch Reservearmee. Stattdessen werden mehr reguläre Regimenter aufgestellt und die Dienstzeiten verlängert. Preußen mischt wieder als militärische Macht in Europas Politik mit. Auch neue Waffen werden eingeführt. Sie kommen neuerdings aus der Rheinprovinz, aus Essen, aus der Fabrik von Friedrich Krupp. Die Gussstahl-Vollrohre machen auf den Weltausstellungen dieser Jahre Furore. Krupp fabriziert nicht nur Geschütze, sondern entwickelt das Gussstahlverfahren auch weiter. Das macht die Firma unabhängig von den Rüstungsaufträgen des preußischen Staates. Wer in dieser Waffenschmiede schuftet, muss zäh um menschenwürdige Arbeits- und Lebensbedingungen kämpfen. Denn auch die Schlotbarone an Rhein und Ruhr verweigern dem immer größer werdenden Proletariat seine Rechte. Die Fabrikarbeiter organisieren sich. 1863 wird der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein gegründet. Er ist der Vorläufer der Sozialdemokratischen Partei. Ferdinand Lassalle kämpft darum, dass die Arbeiterbewegung die Politik in Preußen mitgestalten kann. Seine Partei wird ein innenpolitischer Faktor. Und Bismarck versteht es, die neue Kraft in seine Pläne einzubeziehen. ...1863 rückt die Außenpolitik ins Zentrum der preußischen Geschichte.
Das Herzogtum Schleswig wird vom dänischen König besetzt, ein Schlag gegen die dortige deutsche Bevölkerung, die unabhängig sein will. Die Schleswiger rufen den Deutschen Bund zur Hilfe. Das sind die deutschen Staaten mit Preußen und Österreich an der Spitze. Bismarck weigert sich, die Unabhängigkeitsbestrebungen der Schleswiger zu unterstützen, aber er will, dass Preußen im Norden Stärke zeigt, als Ordnungsmacht. Doch die Dänen bleiben unnachgiebig. Das bedeutet Krieg. Im Frühjahr 1864 marschieren preußische Truppen nach Norden. Auf See kämpft Österreich gegen die Dänen. Am Alsensund, gegenüber der Stadt Sonderburg, stoßen die Deutschen auf die dänischen Verteidigungslinien, die Schanzen bei der Düppeler Mühle. Auf den Düppeler Schanzen beginnt eine lange Abfolge preußischer Siege. Sie werden erstmals in Fotografien dokumentiert. Alsensund gelingt es den preußischen Pionieren in wochenlanger Erdarbeit, Gräben bis dicht an die dänischen Schanzen vorzutreiben. Noch heute sind die Fundamente der Forts sichtbar, mit weißen Mauern kenntlich gemacht. In einem einzigen Sturmangriff werden im nasskalten April 1864 die Schanzen genommen. Stolz präsentieren sich die Preußen auf den Wällen. Die dänischen Truppen ziehen sich über den Sund zurück. Die Preußen rücken weiter vor, besetzen Jütland. Daraufhin kapitulieren die Dänen. Die Reste der Düppeler Schanzen sind erhalten als Freilichtmuseum. Auf den Kriegsfotografien ist nur Platz für Zerstörung und Kriegsbeute. Damals ist es streng verboten, die Opfer zu zeigen. Ein einsames Denkmal erinnert noch an preußische Heldentaten. Ein Stein mit dem Namen des Berliner Pioniers Klinke. Beide, Schleswig und das benachbarte Holstein, werden jetzt vom siegreichen Preußen und Österreich verwaltet. Bald aber wachsen die Spannungen zwischen beiden Staaten. Ein Machtkampf zwischen Preußen und Österreich ist unausweichlich. Es kommt zum Krieg. 1866 besetzt Preußen die mittel- und süddeutschen Staaten. Dann marschiert preußisches Militär über die österreichische Grenze ins östliche Böhmen. Bei Königgrätz an der Elbe treffen die getrennt marschierenden preußischen Armeen auf die Hauptmacht der Österreicher. Ein preußischer Soldatenfriedhof im Böhmischen, beim tschechischen Dorf Klum. Der Krieg zwischen den beiden mächtigsten Staaten im Deutschen Bund fordert auch von Preußen erhebliche Opfer. Ein Massengrab für Freund und Feind. Bis heute wird die Erinnerung in Tschechien gepflegt. Tod und Leid werden fast vergessen angesichts der Bilder, mit denen die Preußen später diesen Krieg verherrlichen werden. Kirche von Problus. Hier stoßen die Preußen auf heftigen Widerstand der Österreicher. Die besitzen die technisch besseren Kanonen. Die
Preußen dagegen können ihre Truppen rasch mobilisieren und an die Front verlegen. Ihr Generalstab nutzt erstmals die Eisenbahn als Transportmittel. Ein Gedenkstein für die gefallenen Sachsen. Sie sind 1866 noch mit den Österreichern verbündet. Und auch das gehört zum ehemaligen Schlachtfeld. Hier haben sich auch die Heerführer von damals verewigt. Ein Denkmal für Albert, den späteren König von Sachsen. Die Masse der Toten hat später der vaterländischen Propaganda genutzt. 2000 auf Seiten Preußens sind der Blutzoll auf dem Weg zur Reichseinigung. Trotz großer eigener Verluste bereiten die Preußen den Österreichern vor König Graetz eine schwere Niederlage. Der kluge Bismarck kann seinen König daran hindern, im Siegesrausch weiterzuziehen und gleich noch Wien einzunehmen. Ein Friedensvertrag wird geschlossen. Sein wichtigster Punkt, der Deutsche Bund wird aufgelöst, ein Norddeutscher Bund begründet, erreicht bis zum Main. Dazu gehören jetzt Schleswig und Holstein, ebenso Hannover, Teile Hessens und das Königreich Sachsen. Preußen ist Führungsmacht. Österreich fehlt im Norddeutschen Bund. Hier haben die Konservativen künftig das Sagen. Freiheitliche Rechte, parlamentarische Beteiligung. Österreichs Niederlage stört das europäische Gleichgewicht. Vor allem Frankreich fühlt sich jetzt von Preußen bedroht. Als dann 1870 ein Hohenzoller durch Heirat spanischer König werden soll, droht Frankreich mit Krieg. König Wilhelm reagiert moderat, stimmt als Oberhaupt der Hohenzollern der Heirat nicht zu. Doch Napoleon III. Genügt es nicht. Bismarck lässt es auf die Konfrontation ankommen und Frankreich erklärt Preußen den Krieg. Preußens Verbündete sind an seiner Seite. Truppen der süddeutschen Staaten und des norddeutschen Bundes überschreiten gemeinsam die französische Grenze. Wieder ist das Schlachtenglück auf deutscher Seite. Die Franzosen geraten schnell in die Defensive. Die Deutschen attackieren ihre Nachbarn mit einer Wut, als wollten sie Revanche nehmen für die Schmach der napoleonischen Fremdherrschaft von einst. Preußen und Sachsen, vor 4 Jahren noch Gegner, wetteifern, wer im Felde der Schneidigste ist. Sie fallen unter den Schüssen der feindlichen Schnellfeuerwaffen. Nach dem Krieg, als Lothringen zu Deutschland kommt, werden allerorten Gedenksteine errichtet. Keine Mahnmale für den Frieden, sondern Erinnerungen an den Sieg über den Erbfeind. Auf kolossalen Ölbildern halten Auftragsmaler die Heldentaten fest für kommende Generationen. Nach einem Monat Krieg ist die französische Hauptstreitmacht zwischen Sedan und Metz eingekesselt und nach schweren Kämpfen aufgerieben. Frankreichs Kaiser Napoleon III. Gerät in deutsche Gefangenschaft und bietet die Kapitulation an. Doch in Frankreich wird stattdessen die Republik ausgerufen und weitergekämpft. Der Krieg ist jedoch entschieden. Die Sieger im deutschen Hauptquartier in Versailles, König Wilhelm und sein Sohn Friedrich, ihnen gegenüber Generalstabschef Moltke
der Kriegsminister Rohn und Bismarck. Im Spiegelsaal von Versailles wird Deutschlands Zukunft besiegelt. Der Norddeutsche Bund und die süddeutschen Staaten haben ein Schutzbündnis geschlossen. Preußens Krone hat darin den Vorsitz. Der Bund heißt künftig Deutsches Reich mit einem Kaiser an der Spitze. Die Skizzen Anton von Werners dokumentieren das Ereignis. Trotz des gemeinsamen Waffenganges beurteilen die deutschen Fürsten das neue Schutzbündnis zurückhaltend. Sie fürchten um ihre Souveränität. Bismarck verhandelt mit jedem. Ein Schacher um Privilegien. Den hochverschuldeten Bayernkönig Ludwig macht er diskret mit Geld gefügig. Daraufhin schlägt er Wilhelm als Kaiser vor. Der alte Monarch sperrt sich gegen den Kaisertitel am meisten. Er fühlt sich von Gottes Gnaden als Preußenkönig eingesetzt, nicht aber als Präsident eines Bundes, den eine Kaiserkrone ziert. Doch er fügt sich Bismarcks Drängen. Im Spiegelsaal von Versailles wird Wilhelm I. zum deutschen Kaiser proklamiert. Das ist der 18. Januar 1871. Auf den Tag genau 170 Jahre zuvor hatte sich der Kurfürst von Brandenburg zum König in Preußen gekrönt. Beutekanonen aus den drei Kriegen an der Berliner Siegessäule. Ein Triumph Preußens, das nun im Deutschen Reich aufgeht. Eine kühl kalkulierte Machtpolitik und Erfolge auf dem Schlachtfeld haben diesen Prozess erzwungen, nicht Preußens Untertanen. Doch diese Revolution von oben, durchgesetzt mit Blut und Eisen, hat ihren Preis.